Hallo ihr Lieben, eine neue Folge Gartenrundgang und Spermischätze. Dies ist eine etwas andere Folge im Vergleich zu denen, die ich die ganze letzte Zeit gedreht habe, die letzten Monate. Außerdem war Gemeinschaftsarbeit heute angesagt in der Kolonie. Die liegt jetzt hinter mir, aber ich habe ja angekündigt, dass an diesem Tage das hier zu mir finden sollte, und zwar der Honig. Ich habe vor geraumer Zeit hier mal die Kolonie vorgestellt, was die freien Parzellen angeht, wollte den Verein unterstützen, wollte das aber ein bisschen attraktiver gestalten für die Menschen, die weiter wegkommen und natürlich hier vor Ort, ne, die nichts damit am Hut haben. Das habe ich verbunden mit einem Gewinnspiel, einer Verlosung, mit einem Honig, der von hier kommt. Also, da ist Schnellschiss Legat Honig drin, da alle, die mitgemacht haben, es war ein Gewinnspiel, eine Verlosung. Und meine Eltern haben mir dabei geholfen, also ich kriege auch noch ein paar Einblicke von meinen Eltern. Ist schon eine Zeit her, ich muss die ganze Zeit für mich behalten, wer letztendlich gewonnen hat. Bleibt dran, jetzt ist erstmal ein bisschen Gartenrundgang, ein bisschen Spermischätze dran, werdet euch nicht auf die Folter spannen. Aber zum Ende hin kommt dann der Teil mit dem Gewinnspiel. Ich lege dann mal los, und zwar ein bisschen was gibt's zu erzählen. In meinem letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, oben rechts verlinke ich es mal, gleich die Tipps. Ich hatte Pflanzen von meiner Mutter gekriegt, Farn und ein paar Blärmies, wie meine Mutter sagt. Ich bin übrigens Halbbayer, auch wenn man es nicht hört, vom Blute her. Pflanzen sollten schleunigst aus der Sonne. Den Tipp habe ich angenommen und heute früh auch gleich umgesetzt. Das hier hinten bei der Hängematte gelandet. Ich freue mich, dass hier hinten auch was hinkommt und dass Gewächse sind, die den Schatten mehr mögen. Und ich habe hier ja schon Farn gepflanzt gehabt, den ich ehrlich gesagt vergessen habe zu gießen. Da muss ich mal hinterher steuern, aber tot ist er noch nicht. So sieht er aus. Und ja, hier sind die Pflanzen bei der Hängematte und der Schaukel hingekommen. Gut, weiter geht's. Was hatte ich vergessen? Vergessen habe ich Sophia nicht. Ich habe gesagt, das wird ein kurzer Rundgang. Das mache ich jetzt auch, daran halte ich mich. Und zwar hier im Bunker lagere ich ja auch Holz und wie gesagt die Spermischätze. Und hier oben, wenn ihr mal seht, die da, das sind sogar Dienststangen. Das ist Vollholz, das ist super, das eignet sich für irgendwas. Eine kleinere Stange steht auch noch da. Das ist die da. Und ja, das ist das, was ich hier im Bunker vergessen hatte. Dann gehe ich noch mal nach vorne. Übrigens, ha, guck mal. Hier war ich bei. Das habe ich ein bisschen gestützt. Wer es nicht mitgekriegt hat, auch in der Folge davor. Oh, jetzt dehnt sich das hier auch schon so weit runter. Ja, ist hier gebrochen gewesen. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, in der Hoffnung, dass die Äpfel noch durchkommen, aber so schlimm sehen die gar nicht aus. Hier unten gibt es ein paar grünere, aber die lagen auch unten direkt auf dem Boden. Schauen wir mal, die Äpfel werden roter. Der stand auch auf dem Spermel rum, den habe ich mir auch geschnappt, mitgenommen. Ansonsten kann ich dafür werben, stellt Insektentränken hin, das ist nicht schwer. Ich habe auch gerade wieder Wasser aufgefüllt, guck mal. Direkt bei den Zucchinis, jetzt gerade noch nicht besucht, aber das werden die Insekten noch finden. Oder hier habe ich gestern aufgefüllt. Ah, hier schwirrt schon was rum. Habe ich wahrscheinlich gerade verdrängt. Da. Ist doch ganz wichtig. Guck mal, die freuen sich. Wie gesagt, heute war Gemeinschaftsarbeit. Ich darf mich um diesen Zaun kümmern. Das ist meine Arbeit. Dafür habe ich hier schon Material liegen, weil ich den Zaun angehe. Ist zwar nicht meine Seite, aber er gehört dann zur Gemeinschaftsarbeit. Und ich habe den Pfahl reingesetzt und den, habe alles ausgemessen, geguckt, wie die Proportionen des Nachbargartens sind, damit auch alles so seine Ordnung hat von der Größe her und ich nichts beschneide und auch nicht zu viel und wie auch immer. Habe das hier alles mit Schnur gemacht und damit das alles schön gerade ist und in Reihe. Der Maschendrahtzaun kommt weg, den habe ich vorhin jetzt auch schon gelöst. Und den muss ich noch ein bisschen ausgraben, der ist richtig fest in der Erde drin. Ja, aber das Gerade gefällt mir schon und alles andere wird sich dann die Zeit ergeben. Ich freue mich sogar mittlerweile auf den Bau, weil es hat mich ein bisschen ja, tangiert. Tangiert in dem Sinne, ich wollte das zwar gerne machen, aber ich fand das ganz schön vom Kopf her herausfordernd. Ich habe da keine Lösung gefunden und brauchte so meine Zeit, bis ich dann drauf komme oder drauf kam, wie ich es denn letztendlich haben möchte. Ja, Tomaten und so gibt es nichts zu zeigen. Die Beete, da lasse ich euch auch in Ruhe. Apfelbaum hat noch eine Stütze gekriegt, das kann ich euch nochmal zeigen. Da das Ding, das war auch ziemlich schwer und hing schon ganz schön runter. Aber den Ast hinten, den werde ich auch nochmal beobachten. Ja, die Krücke hier funktioniert auf jeden Fall. Habe ich aber im letzten Video auch schon erzählt. Okay, Leute, die bei der Verlosung bei waren, bleibt dran, es dauert nicht mehr lange.
Übrigens, beim Sonnenblumenbeet ist die nächste Sonnenblume aufgegangen und ist natürlich auch gerade besucht. Fleißiges Bienchen. Passt zum Thema. Okay, mir fällt gerade ein, ich habe das Ganze vergessen. Das kommt auch noch in dieses Video und das spoilere ich mal vor quasi. Ich habe noch ein paar Aufnahmen zu den Bienchen, wie ihr Bienchen helfen könnt. Ich habe nämlich vorhin eine gefunden, also gehen doch ein paar Minuten mehr ins Land heute. Die Folge wird wahrscheinlich nicht so kurz, wie ich sie jetzt gerade angekündigt habe, aber die Dinge verändern sich. Also bleibt neugierig, ihr könnt Bienen helfen, das ist eine tolle Sache, die am Straßenrand mal sind und total erschöpft. Ich wollte da eine Biene retten, die wäre sonst irgendwie ja, totgetreten worden, schätze ich, weil die hat sich kaum noch gerührt. Die habe ich auf mein Ästchen gesetzt und so, aber seht selbst, ich mache jetzt mal eine Rückblende und dann kommt der Rest. Ich werde dieses Bienchen mal retten. Kann nicht mehr, die hat Durst, das sehe ich. Muss ich nochmal zurücklaufen. Ich bin gerade am Heu holen, das nützt ja nichts, ne? Die Biene geht vor. Ich hoffe, die hat es gleich gut. Die lag einfach auf dem Weg und ich wollte nicht, dass da irgendwer rüber tritt, rauftritt. Ich habe sie jetzt erstmal hier abgesetzt, in der Hoffnung, dass sie das hier im Wasser mag. Okay, nicht dein Terrain. Der du. Ja, da ist der Rüssel draußen. Ich habe sie jetzt mal hier hingesetzt, in Hoffnung, dass sie das gerade braucht, um wieder ein bisschen Energie zu tanken. Die sieht echt, die ist total schwach. Naja, ich hole mal Heu, vorne steht noch meine Schubkarre, die will ich mir nicht klauen lassen. Und ja, das ist ein kleiner Einschub hier zum Gartenrundgang. Vielleicht sehen wir uns gleich noch. Ich habe sie jetzt wieder hier hingetan. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Hier ist auf jeden Fall genug an Energie noch vorhanden. Kann sich tanken und holen, was sie braucht. Insektentränke hat sie gerade nicht angenommen. Muss ich einfach echt gleich wieder rausholen. Mochte sie nicht. Die Zunge hängt auch hammerweit draußen. Ich hoffe, die ist nicht am Sterben. Ich hoffe, die wurde nicht attackiert von irgendwelchen Tieren. Vielleicht Ameisen oder so. Ich hoffe, du kommst durch. Ja, ich habe jetzt gegossen. Den ganzen Garten. Und es tut mir voll leid. Tschüss, kleines Bienchen und viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, und gerade noch entdeckt eine wunderschöne Sonnenblume. Ich finde die voll Bombe. Sieht doch toll aus. Gerade noch nicht besucht. Doch, da irgendein Tierchen klebt dazwischen. Aber ich glaube, das kriege ich gerade nicht auf die Kamera. Ja, ansonsten das ganze Bild, was hier ist, sieht auch echt toll aus mit den Sonnenblumen. Und dafür, dass ich zuletzt die Zucchinis weggeerntet habe und eigentlich nichts mehr da war, was heißt eigentlich, es war nichts mehr da, entwickelt sich das auch schon wieder prächtig. Guck mal, da kommen überall welche. Ich freue mich mega. Das lohnt sich auf jeden Fall und auch fürs Foodsharing definitiv wieder was dabei. Gut, und das soll es auch schon gewesen sein. Gartenrundgang und Spermenschätze. Spermenschätze war auch nicht so viel dabei, aber ich wollte die Reihe jetzt nicht unterbrechen. Okay, jetzt geht's an die Honigverlosung und wie gesagt, ist schon länger abgedreht und ich mache jetzt die Rückblende, da war ich bei meinen Eltern zu Hause und ja, ich fand das ganz spaßig, ganz lustig. Ich wollte auch unbedingt transparent sein, deswegen ist das Video am Stück gedreht, so lange wie es gedauert hat, hat es halt gedauert. Ja, aber seht selbst. So, ich befinde mich jetzt bei meinen Eltern. Wir machen die Verlosung hier. Wir haben die Namen alle auf den Zettel geschrieben. Ich habe das ja gerade schon alles mal in die Kamera gehalten. Und mein Vater verpackt die jetzt alle in die Ü-Eier. Und damit ihr auch seht, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, macht er das jetzt quasi vor der Kamera. Kannst loslegen.
Modern? Du könntest helfen, wir bräuchten noch ein Behältnis, wo die Dinger dann reinkommen. Irgendeine Schale, Mein Schüssel. Hut. Ja, ein Hut ist auch gut. Dann können wir die da gleich direkt reinpacken, nicht, dass ich hier so einen Schnitt dazwischen habe. Hut ist gut. Heute bin ich tattrig. Ist doch Aber gut. dann ist das mal so. Egal. Komm einfach her damit. Stört dich das, wenn du drauf bist? Gleich beim Ziehen? Ne? Gut. So, da ist der Hut, da kannst du direkt reinschmeißen. So. Mutter ist übrigens eine ganz gute Glücksfee. Er hat einen grünen Daumen, zeig ich dir mal. Ja, definitiv. Den grünen Daumen habe ich von ihr. Genau, mein Vater wühlt da nochmal durch. Mutter darf das dann auch nochmal machen. So. Und ein Honig geht an das Ziehen. Bin ich ja mal gespannt. Willi Winzig. Ich glaube, ich kann es schon erkennen. Tine vom kleinen Nutzgarten. Na, dann mal herzlichen Glückwunsch. Der Honig geht dann an dich. Ich äußere mich dann noch mal im Garten gleich dazu. So, herzlichen Glückwunsch, Tine. Die Glückwünsche meiner Eltern habe ich in dem Video leider ein bisschen abgewürgt. Ich hatte ein bisschen gewartet, kam nichts und dann kam es zu spät. Aber auch von meinen Eltern definitiv herzliche Glückwünsche, dass der Honig an dich geht. Freut mich sehr. Du hast mich auch bei der Pack-es-an-Challenge nominiert. Auch wer das nicht mitgekriegt hat, verlinke ich mal oben rechts. Da geht es ums Mais-Hügelbeet. Da habe ich zwei Folgen zugemacht. Einmal die Pack-es-an und letztendlich ein Art Do-it-yourself, wie ich das Beet schick gemacht habe. Der Mais kommt auch richtig gut. War eine super Sache. Danke, Tina, an dieser Stelle und mich freut, dass das der Honig an dich geht. An alle anderen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr so geduldig wart. Ich hoffe, das Gewinnspiel hat euch Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, für alle, die hier aus der Gegend kommen. Husumer Nordfriesen, die Bock haben auf so einen Kleingarten, beziehungsweise so einen Schrebergarten. Ich habe eine ganze Folge gedreht, da hängt der Honig mit zusammen. Und klar, es ist ein Gewinnspiel, aber auf der anderen Seite könnt ihr jede einzelne Parzelle sehen, die noch frei ist. Schaut euch das an. Wer da Interesse hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier begrüßen dürfte. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.